Hallo ihr Lieben, die Maßnahmen werden immer absurder. Tests in Schulen, beim Friseur oder beim Einkaufen. Teste sich, wer kann. Wer in Mecklenburg-Vorpommern gegen den Testwahn demonstrieren will, der findet im Land der tausend Seen viele Möglichkeiten. Wir müssen uns die Frage stellen, ob die Tests nicht viel eher das Problem sind, anstatt die Lösung. Wir wissen alle, dass der Test eine Fehlerquote hat und es auch immer Menschen gibt, die fälschlicherweise positiv getestet werden. Wenn wir die Tests nun in allen Lebensbereichen ausweiten, dann werden noch mehr Tests durchgeführt. Und dann muss zwangsläufig auch die Anzahl der positiv Getesteten steigen. Wenn der Inzidenzwert ausschlaggebend dafür ist, ob die Maßnahmen nun verschärft oder gelockert werden, dann werden wir immer mit den Maßnahmen leben müssen. Zumindest so lange, wie auch im umfangreichen Stil getestet wird. Weil ja alleine schon wegen der Fehlerquote auch immer ein Teil positiv ausfällt. Darauf müssen wir die Bevölkerung aufmerksam machen. Wenn auch ihr den Testzwang beenden wollt, dann macht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns einen Osterspaziergang. Nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher. Habt keine Angst und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen, wir sind friedlich und bunt. Deutschland zeigt dein Gesicht.